Wenn auf der Bühne im Stuttgarter Stage Palladium Theater Rocky im gleichnamigen Musical zum finalen Kampf in den Ring steigt, hat auch Boris Ritter seinen großen Auftritt. Gemeinsam mit 11 Musikern, abseits der Bühne, im Probenraum. Ja, bei Rocky sitzen die Musiker nicht auf der Bühne und nicht im Orchestergraben, wie das bis jetzt bei allen anderen Musicals hier war, sondern das ist jetzt wie bei Tarzan auch. Wir sitzen im Orchesterproberaum, ein bisschen abseits der Bühne, ist eine besondere Situation. Warum das so ist bei uns, das hat Platzgründe im Saal, die Set-Design-Gründe und hat damit zu tun, dass der Stuttgarter Theatersaal ein bisschen anders tickt als der Hamburger Theatersaal, wo das Orchester noch im Graben war. Der Boxring fährt in das Publikum rein, für denjenigen, der die Show schon gesehen hat, der weiß das. Und der würde, wenn er über den Orchestergraben drüber fährt, den Dirigent gerade köpfen. Seine ersten musikalischen Gehversuche hat der Maulbronner Boris Ritter bereits im Alter von 4 Jahren gemacht. Bei Stage Entertainment ist er seit 10 Jahren unter Vertrag. Momentan ist er als stellvertretender musikalischer Leiter für das Musical Rocky verantwortlich. Ich bin Dirigent, ich bin Probenpianist und ich spiele Keyboard 2. Bin dafür zuständig, die Qualität der Show am Laufen zu halten. Im Showbetrieb abends dirigiere ich entweder oder ich spiele Keyboard 2. Das ist bei uns die Synthesizer- und Hammond-Position. Also wir haben ein Original Hammond Leslie aus den 70er Jahren hier stehen und ein Hammond Keyboard. Also das spiele ich und sagen wir mal, die andere Hälfte dirigiere ich. Wenn die Musik für die Show aus dem Probenraum kommt, fehlt der direkte Kontakt zum Publikum und zwischen Musikern und Schauspielern. Damit die Einsätze trotzdem stimmen, wird auf Hightech gesetzt. Deswegen haben wir ziemlich viel Geld investiert und eine tolle Kamera eingebaut, die wir per Joystick steuern können. Wir können quasi auf die Gesichter der Darsteller zoomen, sodass wir zumindest sehen können. Manchmal hören wir es auch, wenn sie einatmen. Das heißt, die Kommunikation mit dem Darsteller auf der Bühne ist ziemlich schwierig. Wir müssen manchmal raten, wann sie anfangen. Manche Einsätze, die wir geben, sind auch visuell. Das heißt, wir müssen es wirklich ganz genau sehen, was die machen. Und deswegen ist die Kamera mit Joystick dafür da. An seinem Job beim Musical fasziniert Boris Ritter vor allem die musikalische Abwechslung. Also wir hatten ja jetzt bei Chicago Jazz. Ich bin ursprünglich auch Jazzmusiker. Das war also genau meins. Dann hatten wir hier schon Phantom der Oper, was eher klassisch war. Dann hatten wir hier Wicked, was einen totalen Stilmix war zwischen Klassik und Jazz und Pop. Und aktuell steht für Boris Ritter die Rockmusik auf dem Arbeitsplan.